immer geradeaus. Hallo und herzlich willkommen im Sportsfeld auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde HB on Tour. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns in Schweden. Wir sind um 10 Uhr weggefahren. Mit dem Sportsfeld, jetzt haben wir es Viertel nach 8. Wir haben die volle Vorzeit. Wir werden jetzt da in eins durchziehen. Und diesen Knicksgelings-Backer-Kipper abgeben. Biege nach rechts ab. Dann schauen wir mal, was da hier Sache ist. Meine Sportsfreunde. Dann werden wir uns dann Richtung Süden wahrscheinlich begeben. Wieder mal Richtung Heimat. Auch wenn wir jetzt uns die. Dass wir jetzt oben in der Niederlassung in Bergen rum gemeldet sind, aber Heimat ist halt einfach da, wo man daheim ist. Da, wo die Frau mit dem Essen erfahren wird. Grüße gehen raus an meine Abonnenten, meine Sportsfreunde, groß und klein, jung und alt, neu dazugekommene und die altgebliebenen. Schön, dass es hier den Weg auf meinen Kanal gefunden habt und die Crew mit HB on Tour ein bisschen unterhalten. Ich bin immer noch in der Vorabproduktion am 25.04. mit dem Sportsfreund, ich möchte es gerade dazu sagen. Deswegen weiß ich nicht, ist was dazugekommen oder nicht. Deswegen begrüße ich nämlich jeden hier bei mir. Grüße gehen auch raus an meine YouTube-Kollegen. Und da ist jetzt einer dazugekommen, der was absolut geile Videos macht. Deswegen tue ich den gleich hier an den Anfang setzen. Grüße gehen raus an die, lieber JJ. Glückwunsch. Ich beglückwünsche dich, mein lieber JJ, dass du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast. Mit dem Frankenliner. Cooles Gerät. Schau mal beim JJ on Tour auf dem Kanal vorbei. Ich schau, dass ich es bis zu dem Video zur Ausstrahlung hier schafft, dass ich ihn verlinke bei mir in der Playlist. In der Playlist, heute tut es wieder HB. In der Kanalinfo. Macht absolut geile Videos, ist absolut sympathisch zum Zuschauen. Und JJ, solltest du mal einen gebrauchten LKW brauchen oder du solltest mal einen Auflieger brauchen, dann meld dich bei mir. Dann werden wir da einen Deal einfädeln. Wir zwar gehen wir davor aus, dass wir uns da einig werden. Oder falls du mal eine Ladung brauchst, du darfst dich gern hier bei mir melden. Ich habe ein paar Kontakte, weil ich mit der International Transport zusammenarbeite. Und da sind wir schon beim nächsten YouTuber, dem was ich Grüße rausschicke, Antraka Andal, mein Mentor hier auf YouTube, macht absolut geile ETS2 Videos mit den Classic Trucks und mit auf Achse und auch hier bei mir in diesem Projekt verankert mit der International Transport, für die was mir auch fand. Der dritte im Bunde heute ist. Heute mache ich es anders. Heute ist der Stefan on the road oder Stefan, der Bruchpilot, auch genannt auf Twitch. Der dritte im Bunde hier bei mir auf dem Kanal, macht absolut geile ETS2 Videos und streamt auf Twitch. Und ich glaube, ich habe so das Video hab ich sogar auf YouTube gesehen. Den Fly Simulator macht er sogar auch auf YouTube. Mir gefallen die Videos. Stefan, es ist eigentlich relativ entspannt zuzuschauen, wie du fliegst. Nimm die Ausfahrt links. Absolut, absolut sehenswert. Das sollten wir jetzt nicht machen, aber vor lauter Quatschen war ich fast an der Ausfahrt vorbeizogen. Sollte ja passieren. Sollte auch passieren. Der mal.
Wie gesagt, schau's vorbei, mein Stefana arbeitet für die HM-Trans. Und dann können wir zum letzten im Bunde, zum vorletzten im Bunde, einen habe ich ja nachher nur, an Harry, der Hängerzugfahrer, Dion, arbeitet auch noch zu dem Zeitpunkt, wo ich hier arbeite, aufnehme, was meine Information ist, arbeitet auch noch für die HM-Trans. Harry, sei gegrüßt, absolut. Der Harry macht es absolut geil mit seinem Hängerzug. Super Erklärung immer wieder. Vorteile auf der Promotes, genauso wie der Stefan und der JJ und der Tracker Andal, die von da auf der von euch auf der Promotes. Es ist nur der HP, der was sie nur erfolgreich gegen die Promotes wert. Schau's Berner vorbei. Die Jungs, die machen euer absolut geilen Content, machen absolut geile Story hier bei NetJS. Absolut sehenswert, meine Ich bin nicht Sportsfreunde. verlegen. Und dann kommen wir zum letzten. Das Beste kommt zum Schluss. Und das Beste heute ist, der Badora macht zwar keine ETS2-Videos, macht ganz ein anderes Genre. Ich kann es jetzt nicht definieren, welcher Genre das ist. Aber die Jungs machen absolut geilen Content. Schaut bei einer vorbei, hinterlasst ein Abo, einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Geradeaus. Somit haben wir das gleich einmal abgehakt, nicht, dass ich jetzt das so hauruck machen möchte. Aber ich möchte da nicht zu viel Zeit verplempern. Weißt du, dass es jetzt da noch ein paar andere gibt, die was ich nicht erwähnt habe, seid auch gegrüßt natürlich. Wie geht's weiter? Oder was ist passiert bis jetzt? Oder seit der letzten Folge? Wir haben den Schwerlastauflieger jetzt erhalten. Den holt einer von unseren Fahrern und bringt ihn nach Bergen. Der bringt ihn nach Bergen. Jetzt warten wir halt gerade noch mal auf die Schwerlastzugmaschine bei ihm, Sportsfreunde. Und dann wird Schwerlast gefahren. In der Zwischenzeit schauen wir halt, dass wir hier jetzt halt nur bisschen international unterwegs sind. Dann müssen wir auch wieder mal schauen, dass wir nach München kommen, weil der Tracker Andal hat mich zum Gespräch eingeladen. Er hätte da ein Angebot für mich, aber welches weiß ich nicht. Aber ein Angebot von der International Transport ist eigentlich nie verkehrt. Von dem her müssen wir mal schauen. Ja. Der Senior-Chef, man darf dir das jetzt wohl so sagen, Andal, gell? Der Senior-Chef von der International Transport in München ist halt immer nur der Mann, wenn es ums Geschäftliche geht, der was nur Deals einfädelt. Die was kein anderer einfädelt. Sozusagen. Ja, wie gesagt, wir warten jetzt noch auf die Schwerlastzugmaschine. Wann das die kommt. Und dann fahren wir Schwerlast. Aber ich bin jetzt wieder bereit, Richtung Süden zu fahren. Hier oben im skandinavischen Bereich ist es zwar schön, Immer geradeaus. aber wir müssen halt da schauen, dass wir heute halt ein bisschen wieder in südliche Gefilden kommen, in Richtung Heimat. Dass wir wieder das Wochenende auch in Innsbruck steht. Ich habe da volles Vertrauen in meinen besten Freund, den Herbert, als Chefdisponent in Bergen. Und nach wie vor suche ich nur einen Namen oder einen treuen Abonnenten,
der was mir seinen Namen zur Verfügung stellt, als Chefdisponent in München. Ganz eine einfache Sache, wer sich dafür interessiert. Wer Chefdisponent in München werden möchte bei mir, der haut mir den Namen rein, den was, wie er hier genannt werden möchte, in meine Unterlagen. Und dann ist er Chefdisponent in der Filiale in München, meine Sportsfreunde. Ich möchte einen Abonnenten diesmal haben für München. Die Rundumleuchten müssen wir einschalten. Warum sagt man das keiner? Sind ja, haben wir da Schwertransport? Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh doch, Helga. Nimm die Ausfahrt rechts. Das geht ja gut aus. Jetzt haben wir es. Eure Zwölfe bei der Nacht. Wir sind schon unten. Zwei Stunden braucht man nur, dann sind es zwei. Aber wir werden da jetzt nicht bei der Nacht abladen können, das ist ja das. Also werden wir schauen, dass wir da. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Am Parkplatz. Ist 8 wie wartend. Nimm diese Ausfahrt. So, eine längere Pause machen. Ah, schau, da ist. Tauchen wir uns noch mal ganz schnell die Karten rein. Jetzt pass auf. Ja, da unten. Wir können bis da unten durchfahren. Ich schätze mal, dass dies hier da ein Hotel sein wird. Eine Werkstatt. Okay. Ja, da werden wir dann schauen. Aul, so machen wir das. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So, ein kleines Thema nur zum JJ. JJ, ich finde es absolut geil, dass du auch das so realistisch machst, als wir ich und der Andal. Ich find's richtig cool. Du machst es halt nur ein bisschen realistischer als wie ich. Und das finde ich nämlich auch richtig stark, da werde ich mal ein bisschen auch ein Beispiel von dir nehmen. Eben auch nicht 24 Stunden irgendwo abladen zu können, sondern dass wir da ein bisschen eine Wartezeit einnehmen. Außer bei den Logistik-Centers, diese Ausfahrt. Da kenne ich selber, weil ich selber Sammelgut gefahren bin als LKW-Fahrer mit der Plane, wie ich damals gefahren bin, jetzt fahre ich einen Tankwagen. Da bei den Logistik-Centern kostet eigentlich alle. Also bei denen, wo ich gekommen bin, da ist 24,6. Betrieb gewesen, also bis Samstagmittag. Was da in der, wo ich gekommen bin, laden können. Andererseits, was ich da rum ja eigentlich lieb zum Fahren, oder? Das ist ja die Landstraße. Dass nicht alles Autobahn ist.
getriggert. Dank. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh. Dankstür. Ah, noch nie. Darum. Da auch noch eine. Dann müssen wir wohl diese nehmen. So. Lass uns loslegen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Morgen wird Transport explosiv. ...265, 10, 17. Bring ich jetzt mal nicht sagen, was das ist. Hier jetzt auch mein ADR-Bücher gar nicht zur Hand. Aber ich vermute mal, dass das ziemlich was Explosives ist. Trotzdem, dass es ein Container-Chassis ist, muss der die entsprechende Gefahrengurtausrüstung dabei haben. Das heißt, wenn es jetzt explosiv ist, er muss ein feuerfestes Gewand dabei haben. Er muss Arbeitsschuhe dabei haben, die was antistatisch sind. Also das heißt, wenn er jetzt irgendwie geht, auch mit Gummi sollen, das ist wirklich so. Du kannst nicht einfach Herz und einen Arbeitsschuh aus Gummi umziehen und mehr Gummi sollen, sondern die müssen antistatisch sein. Man muss teilweise, so wie ich, eine Augenspülflasche dabei, Kanalabdeckung muss ich dabei haben, zwei Feuerlöscher muss ich dabei haben. Auch wenn du mit so einem Containerchassis unterwegs bist und du hast Gefahrengurt, du musst das alles dabei haben. Ob das im Führerhaus inne ist oder in irgendeinem Kasten drin, das ist vollkommen wurscht, Hauptsache du hast das dabei. Ja, und einen gültigen ADR-Ausweis für das, was du fährst. Das ist natürlich das A und O. Und, das ist die Meinung von meinem Chef, Gefahrengurttransporte und Schwerguttransporte, also richtig, also mit der Schwerlastzugmaschine, so wie es zum Beispiel die Firma Felbermeier macht, sehr eher bekannte, das ist Königsklasse zum Fahren. Das heißt jetzt nicht, dass die mit der Plane oder mit dem Sied oder mit dem Kipper, dass das keine gute Klasse ist. Aber mein Chef sagt halt, das ist die Königsklasse, weil du hast halt genau in deiner zwei Bereichen riesen Verantwortung. Die einen mit Explosivstoff und die anderen halt, weil die Ladung so schwarz ist. Sollte jetzt nicht abwertend sein. Ich selber, ja, Königsklasse. Jetzt wird es ein bisschen belächelt. Jetzt versteht ihr, was ich meine. Ich möchte jetzt da niemanden, gell, diskriminieren. Aber weil du halt da mit viel Verantwortung bei diesen zwei, genau bei diesen zwei Transporten halt einfach hast. Dann schimpft er wieder rein. Wetter, du bist zur Tankstelle. Ah, jetzt weiß ich wieder, das ist die im Wald drin. Aber es passt ganz gut mit dem Sportsfreunde. Was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Stunde Wagen, 86 Kilometer. Also neues Technik. Ich
ich muss jetzt da hinfahren. Sie sehen, wie da an der Straße geht. So. Machen wir da ein kleines Päuschen. Eine Stunde haben wir noch zum Fahren. Das heißt, bis 7 Uhr mache ich eine Pause und dann hole ich dazu, bis ich gleich meine Spaßfreunde. So, meine Spaßfreunde, noch ein kleines Nickerchen und ein kleines Frühstück jetzt hier an der Tankstelle. Fahren wir wieder. Ah, er hat so ein bisschen gemosert, dass ich da in die verkehrte Richtung reingefahren bin. Aber er hat gesagt, weil ich halt einen Schwertransport habe mit Viking Power, lass das nicht mehr gut sein. Aber du bist halt gleich ein bisschen ein Magnet, auch für die Besucher. Man sieht halt sowas auf der Straße, glaube ich, nicht alle Tage. Oder aus Ehren tut man schon, aber. Jetzt haben wir es Viertel nach 1 gehabt, Viertel nach 8. Ich hab gerade mal Schnitt sehen. Fünf Stunden können wir noch fahren, jetzt ist es 7 gewesen. 8, 9, 10, das Maximum 12 können wir fahren. Ja, Donnerstag können wir den 10er schon jetzt hernehmen. Ja. Die Ladung geht halt sicher noch und der andere holt uns auch noch. Seit dem zweiten Cut. Warm wieder von schätze ich mal. Richtig macht die Kreuzung zu. War nicht günstig gewesen. Drüber über den Hügel. Also, war ganz viel. Ja, der Gang war gut gewesen, ja. Auf mit die Prozente, dass man es mit der Karte zusammenbringt. Also ich gehe jetzt mal davon stark aus, dass wir das Wochenende über LKW verbringen müssen.
So, wieder rot die Ampel. Kanterten Hexen sind Samstag reingefahren, wenn wir direkt die Ladung nach Innsbruck kriegen hätten. Schaue ich gerade so auf meinen Tourplan nach. Biege nach links ab. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ach, mach doch. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Also, jetzt haben wir da den Ding vergessen, was dann nicht mehr ist, aber wurscht. Könnte man einen Lastwagen waschen lassen, das war schon mal gut. Mercedes-Händler haben wir auch gefunden. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. War das mal eine gute Idee? Die Wartezeit überbrücken, indem das mal Lastwagen waschen. Immer geradeaus. So. Auf uns haben wir es eh schon. Ja, die Woche haben wir es am Donnerstag gelassen, ja. Weil wir das Auto mit aufgenommen haben und den Sprinter mit aufgenommen haben. Biege nach links ab. Ja, mal da schauen, was die Sache ist, meine Sportsfreunde. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Wir sehen uns gleich wieder. Gehen wir schauen, was da los ist. Bis gleich. So, meine Sportsfreunde, wir haben abgeladen. Wir haben abgeladen. Dies Ding steht jetzt hier hinter dem Haus. Wir haben jetzt auch eine Rückladung. Jetzt geht es technisch, hat der gesagt, Richtung Süden. Biege nach links. Weil Volvo hat angerufen, sie liefern uns jetzt dann die Schwerlastzugmaschine auch noch die Woche. Erste Ausfahrt nehmen. Jetzt hat er mal eine Ladung nach Bergen organisiert. Hat ein paar Hebel in Bewegung setzen müssen, aber es ist sie ausgegangen. Jetzt fahre ich 94 Kilometer außerhalb von Kalmar und hole einen Radlader ab. Aber ich würde mal sagen, damit das die Folge hier nicht zu lange wird, werde ich ihn einfach das nächste Mal ungefähr so 400 Kilometer vor Bergen werde ich dann mitnehmen. Und mal schauen, wie ich dann laufe. Es sind über 1000 Kilometer und das müssen wir dann in zwei Parts machen. Wir haben jetzt Donnerstag 9:30 Uhr. Wir kanterten von 4 Stunden. Das heißt 4 und 9, das ist dann spätestens 1 Kuh vorne, dann habe ich nur mehr 10er Schichtzeit.
Das müssen Sie schon ausgehen. Meine Sportsfreunde, wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier aus HP on Tour weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergisst's mal, mein Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, vor allem meinen Sportsfreunde. Es ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.